Servus Wikinger, es gibt endlich neuen Gratis-Content in Assassin's Creed Valhalla. Eine mega coole Sache, das Sigurd-Blot-Fest ist endlich da. Es gibt unter anderem das allererste Einhandschwert in Valhalla. Was es sonst noch gibt, klären wir in diesem Video. Lohnt es sich einzuloggen oder nicht? Bleibt dran! Das heutige Video ist gesponsert von NordVPN, dein Partner für sicheres Surfen im Internet. Mit NordVPN hast du folgende Vorteile: Verschlüssele deine sensiblen privaten Daten, wenn du dich mit einem öffentlichen WLAN verbunden hast. Greife aus dem Urlaub auf deine Lieblingsinhalte zu, wie zum Beispiel Netflix. Zocke Games, die nicht in Deutschland verfügbar sind, oder greife auf Shop-Rabatte von anderen Ländern zu. Mit NordVPN kannst du dich mit über 5550 superschnellen Servern aus 59 Ländern verbinden, egal wo du dich gerade befindest. So kannst du dir immer den besten Server raussuchen und jederzeit geschützt mit doppelter Verschlüsselung für hohe Anonymität und ohne Aufzeichnung von Nutzerdaten surfen. Durch die zwei coolen Technologien NordLynx und CyberSec besitzt du eine sichere, schnellere Internetverbindung, bist vor schädlichen Webseiten geschützt, sowie werbefreies Surfen im Internet und das für bis zu 6 Geräte gleichzeitig. Wenn ich dein Interesse geweckt habe, sicher dir über meinen Link in der Videobeschreibung Koryphäus auf das Standardangebot einen fetten Rabatt auf das 2-Jahres-Paket inklusive einen Monat gratis und aktuell ist sogar noch der Sommerdeal aktiv. Dort bekommst du 73% Rabatt auf das 2-Jahres-Paket, 4 Monate on top gratis. Das Ganze geht aber nur noch bis zum 19. August 2021. NordVPN besitzt übrigens einen 24/7 Kundensupport und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Kommen wir nun zum Sigurd-Blot-Fest, ist seit heute aktiv, geht bis zum 19. August. Eine ganze Weile ist im Endeffekt unsere Siedlung neu geschmückt mit dem Sommerfest. Sieht ehrlich gesagt richtig cool aus, finde ich, mit dem riesigen Feuer in der Mitte. Mehrere Schreine, Altare sind am Start. Die Arena sieht auch richtig nice aus und sogar auf dem Wasser schwimmen kleine Bötchen rum. Das finde ich echt nett gemacht. Und auch im hinteren Bereich von unserer Siedlung gibt es einen neuen kleinen Bereich mit so ein paar Opfergaben. Wirklich top, muss ich ehrlich sagen, von Design her sieht das schon mal richtig nice aus. Es gibt coole Quests, coole Sachen zum Abschließen und natürlich auch neue Belohnungen und die schauen wir uns mal im Detail an. Als allererstes wurde die Arena verbessert, eine richtig geile Sache. Früher war es ja so, wir konnten nur mit unseren Fäusten fighten und jetzt ist es so, wir können das erste Mal mit Waffen in die Arena rein. Finde ich schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass wir vielleicht beim nächsten Fest mit unseren eigenen Waffen reingehen können und mit auch unseren eigenen Fähigkeiten. Das wäre auf jeden Fall eine geniale Sache. So gibt es 3 verschiedene vorgefertigte Waffen, die wir in der Arena benutzen dürfen. 2 Dolche, das neue Einhandschwert oder auch 2 Schilde. 3 Runden müssen überstanden werden. In 2 Runden hilft uns noch ein KI-Kamerad, der ist extrem stark, bei mir zumindest, der zerfetzt auch gut die Leute und wenn man die 3 Runden dann geschafft hat, dann bekommt man 90 Festmarken, macht man das Ganze das zweite Mal mit der Waffe, gibt es nur noch 75, aber trotzdem sind das richtig viele Marken in kurzer Zeit, am meisten lohnt es sich, mit den Doppeldolchen reinzugehen, da macht man sehr viel Schaden in kurzer Zeit und dadurch ist man sehr schnell mit den 3 Runden durch und bekommt dann immer wieder 75 Marken. Als zweite wiederholbare Aktivität gibt es diesmal nicht Wetttrinken, auch nicht Bogenschießen, sondern Würfelspielen. Ist natürlich jetzt nicht ultra krass, ist aber mal eine nette Abwechslung, weil ja, ich muss ehrlich sagen, Bogenschießen fand ich relativ langweilig und das Wetttrinken war auch eher lästig. Diesmal gibt es wie gesagt einfach nur Würfeln, dauert aber natürlich relativ lange, gibt leider nur 30 Festmarken, ein bisschen wenig. Einmal würde ich es auf jeden Fall machen, denn ja, so hat man im Endeffekt die Quest abgeschlossen. Ansonsten, wer Festmarken eben farmen möchte, am besten in der Arena, da geht's am schnellsten. Neue Quests gibt es natürlich auch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde sie cool. Sind natürlich nicht ultra krass, aber sie machen echt Spaß. Sind mehrere Quests hintereinander. Man muss viel in der Siedlung nachschauen, machen, aber finde ich einfach cool. So ist man in der Siedlung unterwegs und die ist echt nett gestaltet. So kann man da ein paar mehr Sachen entdecken. Man muss Schweine einfangen, dann allgemein mehrere Sachen erledigen, ranholen, um eben so ein Opferboot auf dem Fluss ja, anzufackeln. Und man muss unter anderem auch einen Flussraubzug nochmal kurz machen, um eben Güter ranzuholen. Und das Boot füllt sich im Endeffekt immer mehr, desto mehr man eben abschließt, finde ich echt eine nette Sache. Und am Schluss, ja, schickt man es im Endeffekt dann auf den Fluss, zündet es an und hat dann eben eine Opfergabe gemacht. Das kann man auch nach Wahl machen, entweder an Baldur hieß er, glaube ich, oder an Thor die Opfergabe. Ich habe die Opfergabe an Thor gemacht, weil Thor einfach cooler ist, muss ich ehrlich sagen. Habe gestern sogar den letzten Thor-Film angeguckt, der aktuell draußen ist. Und als Belohnung hat man auch 2 verschiedene Sachen bekommen. Einmal so eine Siedlungsverzierung, seht ihr auch hier, ist so ein Torhammer.
der in der Mitte fackelt. Finde ich echt nett gemacht. Und als zweites gibt es eine Torfigur. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was man mit dieser Figur machen kann. Sie ist im Endeffekt nur im Inventar drin. Vielleicht kann man die später auch irgendwo hinstellen. Würde mich echt mal interessieren. Kommen wir nun zu den neuen Gegenständen. Norwid hat ein paar coole Sachen abgestaubt, muss ehrlich sagen, sind nette Sachen drinnen. Seht ihr hier auch mal kurz eingeblendet. Ganz oben gibt es einen neuen Rabenskin. Dann haben wir das allererste Einhandschwert, schauen wir uns gleich im Detail an. Und top ein paar Verzierungen für unsere Siedlung, sehen auch wirklich nicht schlecht aus. Dann gibt es ein paar Tattoos und ganz unten gibt es dann nochmal verschiedene Haare. Und roundabout kostet das alles 1000 Festmarken. Man bekommt, glaube ich, um die 400-500, wenn man einmal alles durchgespielt hat. Also muss man auf jeden Fall ein paar Mal noch die Arena laufen. Ich bin gespannt, was ihr zum ersten Einhandschwert sagt. Hier seht ihr es nochmal ein bisschen genauer. Für mich persönlich, ich bin echt enttäuscht. Sieht von der Optik nicht wirklich schön aus. Der Griff ist sehr langweilig und vorne ist die Klinge sogar verrostet. Selbst wenn man das Schwert upgradet, im Endeffekt auf mystisch, hat es zwar noch ein paar goldene Akzente drinnen, aber dadurch ist es trotzdem nicht unbedingt schön, finde ich. Und vorne ist es immer noch verrostet. Ich glaube auch nicht, dass es Blut ist. Für mich sieht das eher nach Rost aus. Könnt ihr mal gerne in den Kommentar reinschreiben, was ihr meint. Die Fähigkeit, die drauf ist, ist jetzt auch nicht so der Oberknaller. Ist nicht schlecht. Fähigkeitsschaden wird erhöht, wenn man im Endeffekt ausweicht. Mit dem Einhandschwert ist man auch mobil unterwegs. Spielt sich cool. Ja, aber dadurch, dass es eben nicht so geil aussieht und auch nicht so eine ultra krasse Fähigkeit oder Boni im Endeffekt drauf hat, werde ich es persönlich nicht spielen. Ich bin immer noch auf meinem Speer hängen geblieben vom Druiden-DLC. Sieht cool aus, hat so einen Effekt. Blitzt, so kommt ein Blitz vom Himmel runter. Blitzt selber im Endeffekt der Speer und der spielt sich auch wirklich nice. Ich werde auf jeden Fall weiter mit dem Speer kämpfen. Hoffe auf jeden Fall, dass im Paris-DLC nochmal ein paar neue Einhandschwerter reinkommen, die einfach cooler aussehen. Wahrscheinlich auch per Echtgeld-Inhalt kommen auch noch ein paar neue. Ist auf jeden Fall schade, dass das allererste und das einzige Einhandschwert aktuell nicht so der Knaller ist. Die anderen Inhalte finde ich auf jeden Fall besser. Unten kann man ja einen Bart kaufen, der sieht nicht schlecht aus. Die Haare sind eher was für den weiblichen Eivor und auch die Sachen, die man in die Siedlung reinstellen kann, finde ich echt cool designed. Ich werde für euch nochmal ein separates Video machen, wo ich euch alle Sachen mal zeige, wenn ich sie gekauft habe. Mit das Geilste habe ich euch bis jetzt verschwiegen und zwar gibt es seit Dienstag neue Fertigkeiten im Spiel und die haben es wirklich in sich. Zieht euch mal rein, wie viele das sind. Pro Baum 2 neue und dann noch mehrere kleinere Fertigkeiten. Das ist wirklich einiges zu skillen. Man braucht da bestimmt um die 15 bis 20 Fertigkeitspunkte, um eben ja alles im Endeffekt freizuschalten. Das sind echt heftige mit dabei. Solltet ihr euch mal durchlesen. Das ist schon krank. Machen das Spiel zu 100% einfacher, weil die absolut broken sind. Ist auch noch nie so viel wie jetzt im Endeffekt reingekommen. Das gab es noch nie, dass so viele Fertigkeiten auf einmal drinnen sind. Ich denke, das liegt am zweiten DLC, die Belagerung von Paris. Da bekommt man wieder neue XP durch die neue Questreihe und so weiter und so fort. Und nice, dass Ubisoft das Ganze vorab schon reingehauen hat. Das sind echt coole Sachen dabei. Lohnt sich wirklich mal durchzugehen. Neues Feature in den Einstellungen hat Ubisoft auch noch rausgehauen und zwar kann man im Endeffekt die Gebiete auf sein Level anpassen. Entweder macht das Ganze aus und die Gegner in den Gebieten sind eben das Level, das eben auf dem Gebiet steht oder man hebt sie eben an bis Albtraum, bis sie eben 50 Stufen über einen sind. Finde ich auch eine mega coole Sache. Das Spiel wird dadurch nochmal einen Tick schwieriger. On top gibt es von Ubisoft noch ein cooles Geschenk. Es ist schon einiges jetzt hier reingekommen. Einfach auf Ubisoft Connect gehen, auf die Rewards und dann könnt ihr euch ganz oben auf der rechten Seite 50 Opale kostenlos abstauben und so schneller natürlich bei Reda Sachen einkaufen. Für mich persönlich lohnt es sich auf jeden Fall einzuloggen. Ich finde, das Fest sieht echt cool aus. Siedlung eben, wie gesagt, neu geschmückt. Gibt ein paar Sachen zum Abstauben, auch wenn sie nicht ultra krass sind. Gerade leider nicht das Einhandschwert. Finde ich aber trotzdem das Fest schön. Gibt ein paar neue Quests und die Fertigkeitspunkte sind dafür umso heftiger. Die sind echt richtig krass. Ich werde heute Abend auch noch die restlichen Sachen ranholen, abschließen, weil es einfach Spaß macht, wieder in Valhalla einzuloggen und im Endeffekt neuer Content da ist. Das war es soweit vom Video. Ich hoffe, es hat euch informiert, hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.